Guck mal, früher haben wir alle und die Politiker hatten wir immer ein Ding. Wie kann es Deutschland besser gehen? Wie erreichen wir mehr, dass es uns besser geht, dass es alles besser wird? Jetzt sagen die Politiker nur noch, wie schaffen wir das enger? Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir müssen irgendwie jetzt, also wie gesagt, wir dürfen kein Wasser mehr verbrauchen. Wir dürfen jetzt höchstwahrscheinlich im Winter frieren und ich weiß nicht was alles. Warum? Warum ist das so? Ja, ich kann alles schon gehabt. Also, was? Ich finde, es gibt Leute, die mir sympathisch sind, aber da müsste ich jetzt auch lange überlegen. Also, das mal ganz anders gefragt, inwiefern wäre Politik was für dich? Also ich, das ist eine schwere Frage, weil ich natürlich, man ist ja fertig. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin echt fertig. Ja. Ich meine, wenn so Leute jetzt zum Beispiel, ich habe nichts gegen die Grünen. Ja, ich habe überhaupt nichts, null. Aber wenn eine Staffel, also die meisten Grünen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht, diese ganze Führungsriege hat ja keinen, irgendwie, weder einen Berufsabschluss noch einen, wer weiß was. Und wenn die dann von Fachkräftemangel reden, dann wird mir so ein bisschen sauer im Magen, ja. Also, ich finde, also Politik ist ja immer so ein Ding, weil es gibt ja immer verschiedene Meinungen. Man kann alles immer verschieden sehen, ja. Aber ich bin eben der Meinung, also ihr könnt mich ruhig ausbuhen, ja. Aber wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja, dann bräuchten die Leute sich jetzt nicht diese ganzen Firlefanz machen, ja. Die Leute, jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das. Das ist doch alles Scheiße aus meiner Sicht, ja. Man kann das jetzt sehen, okay, mit dem Krieg in Ukraine, man kann das immer alles verpacken. Aber ich meine, alles, was da so passiert und dass Russland jetzt für viel, viel mehr Geld Gas nach Asien verkauft. Und das ist, ich meine, das verstehe ich alles nicht mehr. Ja? Dass der Rubel steigt, der Euro fällt und die Politiker laufen rum und versuchen jetzt irgendwie auch mit der ganzen Inflation. Wer ist aber wäre das nicht was, dass du einsteigst in die Politik? Dass du, ja. Oder wäre das was dich reizen würde? Weil du hast ja... Es gibt zwei Sachen, die ja einfach dagegen sprechen. Ja. Nummer eins, werden die Scheiß bezahlt. Muss man ja ganz ehrlich... Und das ist noch nicht, das ist auch falsch rum. Das ist eigentlich Nummer zwei. Aber Nummer... Weißt du, du kannst in der Politik natürlich auch wirklich sagen, was du willst. Du kriegst immer den Flying Shit für alles, ja. Und da den ganzen Tag zu stehen und immer nur zu lesen, das ist falsch und das ist falsch, weil du... Es gibt ja keine Meinung, die alle gut finden. Ja, das war ja auch bei Dieter Bohlen, war das immer so. Der Grund, eines meiner Gründe, warum ich erfolgreich bin, war, ich habe völlig polarisiert. Ja, ich habe früher gar 70% aller Leute fanden mich scheiße und 30 fanden mich vielleicht gut. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, glaube ich. Ja. Ich arbeite ja auf jeden Fall dran. Ja. Aber als Politiker, auch ich meine, wenn der Scholz war jetzt auch so Geschichten da, da wird der ja immer ausgebuht. Ja. Mit Grund oder ohne ist alles Geschmackssache. Ja, ja, aber da ist ja.